Der sechste Tag im Trainingslager unserer Elf in der Türkei hat sehr regnerisch begonnen und deswegen war es leider nicht möglich, eine Trainingseinheit auf dem Rasen zu absolvieren. Aber das Team hat sich eine gute Alternative ausgedacht und hat mit Physiotherapeut Peter Schneider eine Stabilitätseinheit eingeschoben. Am Nachmittag war es zwar immer noch etwas stürmisch, aber zumindest hatte der Regen etwas nachgelassen. Und das Testspiel gegen den mazedonischen Rekordmeister Vardar Skopje konnte planmäßig stattfinden. Der Gegner war hellwach und ging dabei in der ersten Halbzeit schon früh in Führung. In der zweiten Hälfte erzielte unsere Elf nach einem schönen Spielzug durch das Tor von Mio Tunjic zwar den Ausgleich, aber nach einem Elfmeter für Vardar Skopje und einem weiteren Gegentreffer knapp 10 Minuten vor Spielende unterlag unsere Elf mit 1:3. Wir gehen leider 1:0 in Rückstand durch irgendwie eine Fehlerkette bei uns in der eigenen Mannschaft. Dann ist es immer schwierig, dem Gegner hinterherzulaufen. Haben dann 3-4 Chancen noch vor der Halbzeit, um auszugleichen oder vielleicht dann sogar irgendwann noch in Führung zu gehen. Wir nutzen die Chancen nicht. Kommen dann in der zweiten Halbzeit zurück. Und kriegen dann irgendwie gegen Ende, wo das Spiel dann wirklich hoch und runter ging, noch einen sehr fragwürdigen Elfmeter, würde ich mal sagen. Da müssen wir natürlich aufmachen, kriegen das 3:1 noch. Letztendlich kann das Spiel auch anders laufen. Ganz unzufrieden mit unserer Leistung können wir nicht sein. Wir müssen nur schauen, dass wir vielleicht dann ein bisschen kaltschnäuziger sind und hinten ein bisschen weniger zulassen. Ja, ich denke, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Aber am Ende ist halt 3-1 ausgegangen. Das Ergebnis ist leider nicht so schön. Aber ich denke, dass wir trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir sind halt früh 1:0 in den Rückstand geraten. Dann müssen wir wieder hinterherlaufen. Dann haben wir das 1:1 gemacht und dann haben wir halt einen blöden Elfmeter bekommen. Und dann 2 Minuten später haben wir dann noch das 3:1 bekommen. Aber ich denke, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Man hat auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit auch nochmal gemerkt, dass da ordentlich nochmal Schwung durchgegangen ist. Wo habt ihr da die Kraft hergenommen? Genau. Ja, wir haben, glaube ich, dann 3-4 Mal gewechselt. Und dann waren wieder frische Spieler auf dem Feld und wir wollten halt unbedingt das Spiel noch drehen. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass wir uns da nicht versteckt haben. Und haben, denke ich, wir haben gut nach vorne gespielt, haben die Chancen nicht alle genutzt. Und hinten haben wir halt dumme Fehler gemacht. Aber ich denke, dass man insgesamt kann man mit dem Spiel zufrieden sein, mit dem Ergebnis leider nicht.